Servus, ich bin der Lukas und ich zeige euch heute, wie ihr eure Wanderschuhe am besten reinigt, am besten pflegt und dann zu guter Letzt auch am besten imprägniert. Ganz wichtig, nach jeder Tour solltet ihr einfach die Schuhe mal mit einer groben Bürste vom oberflächlichen Schmutz befreien und nach 5 bis 10 Touren könnt ihr denen dann schon mal ein anständiges Wellnessprogramm bescheren, damit sie einfach ganz, ganz lang leben und immer treue Begleiter auf euren Touren sind. Und jetzt schauen wir uns einfach einmal an, welches Equipment wir brauchen, damit die Schuhe da wieder blitzeblank sauber sind. Jetzt sind die richtigen Reinigungsutensilien bei mir am Tisch und wir schauen uns jetzt an, was wir alles brauchen. Wir brauchen zum einen die grobe Bürste, damit reinigen wir den Schuh einmal oberflächlich vom gröbsten Schmutz. Dann geht es weiter mit dem Schwamm. Da holt ihr euch am besten gleich mehrere Schwämme, denn die werden wahrscheinlich im Laufe des Reinigungsprozesses etwas dreckig werden. Mit dem Schwamm zusammen kommt ein Flüssigwaschmittel oder ein Sportwaschmittel. Nach dem Reinigungsprozess mit dem Waschmittel geht es ans Handtuch. Damit trocknen wir den Schuh von außen und mit Omas Horoskop vom Vortag trocknen wir den Schuh vom Innen. Und wenn alles trocken ist, der Schuh blitzeblank sauber ist, gehen wir zur richtigen Imprägnierung. Da ist wichtig, dass ihr wisst, welches Obermaterial euer Schuh hat. Ob das ein Volllederschuh ist, dann nehmt ihr einen Wachs. Oder ob es ein Raulederschuh oder ein synthetischer Schuh ist, dann nehmt ihr einfach den Imprägnierspray. Alles ist bereit, jetzt geht's an die Wäsche. Bevor wir mit der groben Bürste an das obere Material gehen, können wir die Schnürsenkel entfernen und die Einlegesohlen raus. Die beiden Sachen können wir einfach gleich hier in die Waschmaschine schmeißen. Und wie wir es von früher alle kennen, die Mama hat die synthetischen Schuhe auch in die Waschmaschine geschmissen, Sneaker und so weiter. Ist theoretisch auch noch möglich, aber man sollte es am besten vermeiden, denn Handwäsche schont einfach das Material der Schuhe besser und schont natürlich auch die Waschmaschine. Jetzt gehen wir mit der Bürste an das Obermaterial und reinigen eben dieses mit lauwarmem Wasser vom gröbsten Schmutz. Für den nächsten Schritt brauchen wir frisches Wasser. Frisches, lauwarmes Wasser. Lauwarmes Wasser deshalb, denn heißes Wasser könnte den Kleber einfach lösen, der was den Schuh zusammenhält. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Schritt. Dazu brauchen wir unser Flüssigwaschmittel. Wir geben da einfach so eine gute Kappe Flüssigwaschmittel in dieses lauwarme Wasser rein, verschließen das natürlich wieder und nehmen dann die weiche Seite vom Schwamm. Mit der weichen Seite vom Schwamm gehen wir jetzt an das Innenmaterial von unserem Schuh. Dieses Flüssigwaschmittel massieren wir jetzt richtig drinnen ein, damit die auch extrem sauber wird. Also die Innenseite, die sollte jetzt so gut wie sauber sein und fürs Ausspülen brauchen wir einfach nochmal frisches Wasser. Frisches Wasser deshalb, denn dieses Flüssigwaschmittel hat sich ja jetzt ins Innenfutter eingesetzt und wir müssen das ja wieder rausspülen. Und wie euch aufgefallen ist, ist mein Schwamm jetzt nicht mehr grün, sondern rot. Wir brauchen auch einen neuen Schwamm dazu. Wir gehen einfach wieder wie vorher schon beim Innenfutter mit dem Schwamm rein, massieren dieses Wasser anständig ein und spülen somit dieses Feinwaschmittel oder dieses Flüssigwaschmittel wieder raus. Wenn das dann alles draußen ist, geht es an den Trocknungsprozess. Die Oberfläche vom Schuh, dazu nehmen wir einfach ein Handtuch, reiben diese Oberfläche anständig ab, damit die trocken wird. Und die Innenseite, wir kennen den Trick von der Oma von früher oder von der Mama, sie hat das Zeitungspapier verwendet und damit füllen wir den kompletten Schuh aus, damit auch die Flüssigkeit von drinnen aufgesaugt wird. Der Schuh ist ausgestopft, jetzt geht es zum Trocknungsvorgang und dazu stellen wir den Schuh auf den Kopf und wenn möglich oder er sollte nicht bei einem Ofen oder bei einer Heizung zustehen, denn das Obermaterial wird spröde. Der Schuh kann sich verformen und dieser ganze Wellness-Tag für den Schuh wäre dann eigentlich umsonst gewesen. Während unser Wanderschuh jetzt trocknet, kleiner Tipp zu den Einlegesohlen. Wenn ihr seht, während dem Waschprozess, dass einfach die Einlegesohlen porös sind oder durchgelatscht sind, dann
Nichts wie weg damit, weil mit schlechten Einlegesohlen habt ihr einfach eine riesengroße Gefahr, dass ihr Druckstellen an die Füßen kriegt, dass ihr Blasen kriegt. Und wenn wir uns einfach ganz ehrlich sind, also eine Einlegesohle absorbiert relativ viel Schweiß und sollte halt einfach öfter mal getauscht werden, um den Schuh auch lang zu verwenden. Unsere Schuhe sind jetzt sauber und die, was wir vorher geputzt sind, die sind jetzt im Trocknungsprozess. Und um euch jetzt zu zeigen, wie die Imprägnierung richtig funktioniert, habe ich mal zwei andere Paar Schuhe zu Handen genommen. Einmal einen synthetischen Schuh und einmal einen aus Vollleder. Denn die Imprägnierung ist da ein bisschen unterschiedlich. Für den synthetischen Schuh verwenden wir das Imprägnierspray und den nehmt ihr so her, dass ihr ungefähr 30 cm Abstand zum Schuh haltet und den Schuh einfach vollflächig einsprüht. Und wenn ihr das Ganze draußen macht, dann achtet vielleicht auf die Windrichtung, weil der Spray im Gesicht ist jetzt auch nicht so fein. Das überflüssige Mittel, das verreiben wir jetzt einfach schön am Schuh und dann stellen wir den Schuh draußen hin zum Trocknen. Wenn ihr jetzt einen Gore-Tex-Schuh habt oder einen Schuh mit einer anderen Membran, dann braucht ihr euch keine Sorgen machen. Der Imprägnierspray, der verschließt die Poren nicht und der Schuh bleibt immer noch atmungsaktiv und auf der anderen Seite natürlich auch wasserdicht. Beim Volllederschuh schaut die Imprägnierung etwas anders aus. Wir nehmen unseren Schuh, einen Schwamm oder eine weiche Bürste, geben hier unser Wachs drauf, gehen an unseren Schuh und reiben dieses Wachs hier vollflächig einfach ein. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr die richtige Menge habt, wenn der Schuh dann am Ende seidig glänzt und nicht speckig wird, habt ihr die Menge perfekt getroffen. Bitte vergesst natürlich auch nicht hier diese Lasche und die jeweiligen Ecken, die wir hier sehen. Ein Tipp, entfernt einfach die Schnürsenkel, dann kommt ihr einfach besser ran. Wenn ihr jetzt alles hier schön einmassiert habt, keine Wachsreste mehr zu sehen sind, kommt der Schwamm weg und wir greifen uns nochmal einen Lappen und polieren das Ganze nach. Bis eben, wie gesagt, alles schön seidig glänzt. Unsere Schuhe sind jetzt gereinigt, gepflegt und natürlich auch neu imprägniert, damit sie bereit sind, mit euch auf die Abenteuer zu gehen, auf den Bergen. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß mit euren Schuhen und danken, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.